So, willkommen wieder zurück zu Simon Sorcerer 5. Ja, Fraps hat gerade die Aufnahme beenden müssen, wegen den Bildschirmeinstellungen, Anti-Aliasing und. Gerade ist das Spiel noch 16 zu 9, nicht 16 zu 9, 4 zu 3. Ich hoffe, das ändert sich gleich. Da haben wir nämlich wieder HD oder wir haben auch so schon HD. Ja, noch etwas zu Point-and-Click-Spielen. Er hat zu mir gesagt. Ich muss zugestehen, ich habe so Spiele noch nie gespielt. Ich kenne das Spiel hier überhaupt nicht. Mein Bruder hat mir es nur empfohlen und ich habe es in der neuen Computerbild-Spiele gefunden. Also eigentlich eine ältere, nur die hat noch neu im Laden irgendwie gelegen oder die kam zu spät. Hier im Rewe liegt es nicht mehr, aber im Penny, also im Penny in Hembach, versteht sich. Gut, ich habe keine Ahnung von so Spielen. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Ich weiß nur, es soll lustig sein. Es kann sein, dass schon wieder die Fraps-Aufnahme jetzt abscheißt, wegen den Bildschirmeinstellungen. Okay, wir klicken auf neues Spiel und lassen uns überraschen. Ein sehr schöner Ladebildschirm. Gucken wir uns das an. Ist etwas sehr leise, muss ich sagen. Vielleicht muss ich auch einfach den anderen Kopfhörer reintun. Schaut euch das einfach an. Nach seinem letzten Abenteuer hat er sich zur Ruhe gesetzt, um mit seiner Freundin Alix ein Leben voller Muße zu führen. An diesem Abend findet die Silvesterfeier für ein neues Jahr statt, an das sich alle noch lange erinnern sollten. Und jetzt werde ich diese Armageddon 3000 Rakete zünden, um das Jahr mit einem abgefahrenen Inferno ausklingen zu lassen. Rakete gefährlich aussieht. Cool, oder? Simon! Simon! Bist du irre? Du wirst die ganze Stadt abfackeln! Herr Zauberer! Nach Verordnung 2A/C ist es strengstens untersagt, die Stadt abzufackeln. Zumindest die ganze. Ach, Quatsch, es wird schon nichts Schlimmes passieren. Nichts Schlimmes passieren? Ha! Letztes Mal, als du das gesagt hast, hat es tagelang geregnet. Und zwar Frösche. Und dann war die Kuh von Bauern Nolde explodiert. Geil. Geil. Als Repräsentant der Stadtwache untersage ich die Zündung dieser Rakete. Ach, Menno. Schaut mal da. Elvis lebt. Und jetzt explodiert, meine Kleine. Da ist aber nie... Ah! Oh! Au! 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 Simon! Das habe ich gerade nicht kapiert, aber egal. Jetzt ging es nur am nächsten Tag und weiter ging es nicht. Keine Ahnung. Simon, räum endlich den ganzen Müll hier weg. Wie viele Pizzaschachteln kann ein Mensch eigentlich in einem Zimmer anhäufen? Keine Ahnung, aber ich werde es für dich herausfinden. Simon! Was denn? Komm, setz dich, mein Silvestervideo läuft. Simon, ich war dabei, als du es gestern gedreht hast. Außerdem haben wir es uns bereits angeschaut, und zwar schon dreimal vor dem Frühstück. Ich gehe jetzt einkaufen. Und wenn ich wiederkomme, sind die Pizzakartons verschwunden, sonst schmeiß ich sie weg und dich gleich mit. Ist das klar? Okay, Mami. Ein Weilchen später. Das ist geil. Was zum... Alex, es klopft. Mach doch mal die Tür auf. Mal wieder nicht da. Typisch. Bestimmt beim Friseur die Locken lift. Alles muss man hier alleine machen. Was war das denn? Ist schon wieder Halloween? Ich glaube nicht. Die Zeugen Jehovas? Könnte sein, aber die sind in der Regel nicht so grün. Ich glaube fast, das sind Aliens. Verdammt, ich muss raus hier, bevor die reinkommen. Der Hase, der Hase, der Hase. Alle Gegenstände anschauen, auch wenn ich sie mit einem Linksklick benutzen kann.
Benutzen und betrachten funktionieren sowohl mit Gegenständen in meiner Umgebung als auch mit Gegenständen in meinem Inventar. So, mit diesem Wissen ausgestattet müsste ich auch solche Probleme wie einen Alien-Angriff bewältigen können. Jo, Point and Click, wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Sessel. Magischer Bolzenschneider. Dieser Bolzenschneider ist magisch. Hoffe ich. Ein magischer Bolzenschneider. Kann man mitnehmen, das ist gut. Kann man damit. Gut, gucken wir uns gleich mal das Zutatenregal an. Das ist nur langweiliges Zeug. Luftblanken, Gesundheitstee, Körperhygiene. Alex hat alles, was explodieren würde und sonst viel Spaß machen könnte, aus Sicherheitsgründen eingeschlossen. Ich muss mit ihr bei Gelegenheit ein ernsthaftes Gespräch zum Thema Vertrauen in einer harmonischen Partnerschaft führen. Das ist nur langweiliges Zeug. Ja, haben wir schon gehört. Eine Kasse. Da ist ja nur noch eine Münze drin. Ach, jetzt haben wir die gar nicht überprüft. Kasse, gucken wir nochmal rein. Wundertütenautomat. Ja, das ist doch mal sehr cool. Ja, würde ich sagen. Ja, was soll man denn da? Hier ein Eimer. Rechtsklick mal machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss die Musiklautstärke meiner Meinung nach runter und auf jeden Fall die Sprachlautstärke von dem Typen hoch.